Obwohl, das ist Uncharted. Also, los geht's. Wusste ich doch. Oh, das sind Gegner. Es könnte knifflig werden. Du hast nichts gesehen, ja? Komm schnell. Ach komm. Oh. 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 Das war ja interessant. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Was mache ich denn hier? So. Ist auch weg? Ich gehe über die Seite. Mach das. So. Wer geht noch über die Seite? Hm? Hm? Wer noch? Wer noch? Ich glaube, die sind da. Das waren alle? Echt jetzt? Nur drei Leute? Okay. Nee. Ja, die sind wir los. Seh's. So. Der hat eine schwere Panzerung. Ich sehe nichts. Hallo. Dieses blöde Blatt, ne? Zack. Öffnen wir mal diese kleine Schatztruhe. So, was verbirgt sich dahinter? Ja, gleich. Wo drüben? Oh. Ich glaube, hier ist was. Wie kommst du drauf? Ich glaube, wir sind safe. Ja, da seid ihr. Okay. Haha. Dum-dum-dum. Der hat einen Raketenwerfer. Unsympathisch. Ganz, ganz unsympathisch. Keine Spur von ihm. Du warst alles sauber. Such du da drüben. Schau hier nach. C4, Vorsicht! Ist er weg? Nein. Seht ihr dort was? Nein, nichts! Oh, Scheiße. Auf dem Weg,
Erstmal die Scharfschützen ausschalten. Und von hier treffe ich die nicht. Ich glaube nicht, dass die uns sehen. Nein. Hab sie gefunden! Ach du Scheiße. Natürlich. Wie viel hat das noch? Und da kommt auch noch so ein Dicker. Da sind wohl ein bisschen mehr Leute als gedacht. Ja, nicht nur Scharfschützen. Ja, dann werde ich mir das C4 für den Dicken auch bewahren. Ja, mein Freund, wohin gehst du jetzt? Gut. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Weiß keiner, oder? Schalala. Ja, wo sind die alle? Da kommen zwei runter. Uiuiui. T4! Seht euch um, Leute! Oh, Scheiße. Hui. Nehme die Seite. Jetzt hast du ein Problem. Du hast auch ein Problem. Ich hab dich. Wie, du hast mich. Ach du Scheiße. Uiuiui. Ui, ui. Da muss ich mal kurz durchatmen. Schnell weg. Ich sehe nichts. Wo ist der Scharfschütze da? Uiuiui. Kann der Scheißtyp mal aufhören? Schluss mit lustig. Will der mich verarschen eigentlich? Scheiße! So. Nur fast. Komm her. Oh. Kopf hoch. Das war's? Gut. Die Musik sagt, das war's. Hoffen wir mal, dass sie recht hat.
Hoho. Oder auch nicht. Gute Nacht. War's das jetzt? Alles sicher. Suchen wir einen Weg hier. War doch easy. Ne Dischk. Ne, damit bin ich ein bisschen zu langsam. Mit der Dischk. Hat Spaß gemacht. Okay, weiter geht's. Exakt. Oh, mal sehen, wo wir rauskommen. Puh, ich muss mal kurz durchschnaufen hier. Wieder hier draußen. Irgendwo muss es einen Weg in die Stadt geben. Und bestimmt erstmal da lang. Wow, da oben. Asaf hat wohl keinen Eingang gefunden, also hat er einen gemacht. Man sollte annehmen, dass Asaf mehr Respekt für diesen Ort hat. Asaf respektiert nur Asaf. Nett, auch schön. Asaf respektiert nur Asaf. Irgendwie schade, dass Belur der Welt verborgen ist. Ja, jetzt wissen wir warum. Unterm Wasserfall. Noch ein Gott? Wahrscheinlich einer der Hoysala-Könige. Wie viele Könige hatten sie damals? 11. Der junge König war der letzte der Linie. Tja, sein Plan hat geklappt. Er rettete die Stadt vor dem Persern. Geht's hier rein? Schade. Wäre ein schönes Geheimversteck gewesen. Oh, Mist. Hier waren wir gerade. Ziel auf den Vorsprung über den Feld. Sehr gut. Was? Wo? Wie? Was? Vorsprung über dem Fels. Machen wir nochmal. Versuch Nummer 2. Ne. Ups. Ah, hier. Aha. Dann mal los. Hier geht's lang. Wir sind doch, glaube ich, schon fast oben, oder? Ja. Sehr schön. Oh. So. Es wird immer beeindruckender. Das stimmt. Falls noch jemand Bedenken hatte, dass das Belur war, Herr Shiva und Nandi. Und das ist wohl Ganesha, bevor er seinen Elefantenkopf bekommen hat. Möglich. Könnte auch Kartikeya sein, Shivas älterer Sohn, der Hindu-Gott des Krieges. Sie haben wohl verschiedene Wege gewählt.